Vielleicht fällt mir in der Zeit was ein. So, was haben wir denn hier? Haben wir drei Stück haben wir, naja, bitte. Können wir ja wieder ein bisschen was machen. Nachladen. Hm. Tempo. Puh. Also Schaden haben wir auf jeden Fall komplett. Kapazität hätten wir noch 2 Punkte. Obwohl das nicht so wichtig ist eigentlich. Wir könnten eigentlich auch unser Rig. Schaden bei Aufspießen mit Chinese um 50% erhöhen. Keine Ahnung. Lass ich erstmal. Viel interessanter als das jetzt hier. Und so recht erschließt es sich mir nicht. Also es wird schon irgendwann Stase sein, aber mir fällt jetzt überhaupt nicht so richtig ein, wie ich das... Kann ich das hier wieder runterholen? Nee. Getriebe überprüfen. Da was unterstellen? Wäre vielleicht noch eine Maßnahme, wa? Ah. Kann sein, dass wir die Dinger hier... Das war doch schon wieder was. Die komische Scheibe hier einbauen muss? Nee, wa? Jetzt kann ich das Ding da oben festmachen, oder? Nee. Gibt es hier noch so eine Scheibe? Weil... Irgendwie fehlt da noch was. Oder doch nicht? Nee, sind wohl nicht, wa? Vielleicht hier so ein Zahnrad? Nee. Ja, du komm, nimm hin hier die Scheiße. Mann, jetzt. Mein Ersatzteil lebt sie noch hier, wa? Aber. Wird wohl alles nicht das Richtige sein. Kann ich das irgendwie wieder rausholen? Nee. Hm. Da unten muss ein kleines Rad drin, würde ich sagen. Wir haben Kind. Also würde ich jetzt mal tippen. Weil das sieht mir so aus, als wenn da was fehlt. Und in der Mitte auch, aber hm. Einschalten, wa? Ne, jetzt fehlt unten noch was. Isaac, ich habe mich in der Sicht der Transportwartung eingeloggt. Demnach ist das Primärgetriebe offline. Stimmt das mit dem überein, was Sie da oben sehen? Glaube schon. Sieht aus, als bräuchte ich nur ein paar Ersatzteile.
Ersatzteile. So, wo können wir das Ding hier anschalten, wa? Okay, ich hab die Bahn abgekuppelt. Kommen Sie zum Landeplatz. Wir sind gleich da. Los, Bord. Kommen Sie schon. Komm, wir tanzen da ein bisschen. So, Ena ist doch mal, oder? Und die kleinen irgendwie auch was bei? Nee. Öbi, da geht's lang. Na gut. Ah, unser Moped. Go, go! Setz mal deinen Helm wieder auf. Ist ja furchtbar. Hey, Sie haben es geschafft. Er starrt mich an, Isaac. Strauss, die Löcher in seinem Kopf. Hören Sie mir doch zu. Hör auf mich anzustarren! Jetzt beruhigen Sie sich doch! Isaac, wir müssen hier raus. Okay, dann los. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey! Was ist los? Ich weiß nicht. Etwas muss die Schienen blockieren. Bleiben Sie hier. Ich sehe mich mal um. Ja, na klar. Wieso geht nicht mal ein anderer? Wieso muss ich mal gucken? Ich könnte ruhig mal ein anderer gehen. So. Speichern auf jeden Fall. So, bing, bing. So, erstmal gucken hier, was hier so los ist. Welche Teile hier an der Wand, das kann ich nämlich nicht leiden. Klingt lustig, ist lustig. Da blinkt was. Ich lasse das hier zurück, falls sonst noch jemand überlebt hat. Unsere Crew verfolgt uns. Unsere tote Crew. Es sind nur noch Ellie und ich übrig. Wir werden es nicht schaffen. Nein, steh auf, Ellie. Nur ein paar Meter. Ich höre sie kommen. Bring uns nicht beide um, Ellie. Lauf weg! Meine Freunde sind wieder da, die ganz schnellen.
Die kann ich ja besonders leiden. Ich wusste ja nicht, dass ich Stasi gedrückt habe, aber okay. Seh dich. Oh, scheiße. Diesmal haben wir nicht ganz so das Munitionsproblem. Von daher kann man das ein bisschen entspannter angehen. Ich überlege gerade, warum die in Stasi sind. Ich drücke ja nicht. Wahrscheinlich, wenn die explodieren oder so. So, was habt ihr denn noch so schön bei für mich? Medipack nehmen, wo muss man eigentlich hin? Ach. Au ey. Halbleiter-Rubin, den nehmen wir mit. So, noch irgendwas hier? Nö. Hör mal hin. Lass mal gucken, wie viel Munition wir überhaupt noch haben. Ich glaube, das ist nicht mehr viel. Schön. Schon die ganze Zeit überlegt, auf eine andere Waffe umzusteigen, aber irgendwie, weiß ich nicht, bringt das glaube ich auch nicht viel. Von daher bleibe ich bei meinem Plasma-Cutter. Schönen guten Tag. Das ist mal ein Shop, das ist schon mal gut. Kann ich schon mal gut gebrauchen. So, gehen wir erstmal in den Shop und dann speichern wir ab. Oh, nicht schlecht. So, Halbleiter Gold verkaufen. Oh, Halbleiter Gold verkaufen. Halbleiter Rubin verkaufen. Was haben wir hier? Strahlmunition kann weg. Impulsprojektile kann weg und Energiekanone auch weg. Haben wir 36.000. Naja, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Da werden wir uns auf jeden Fall ein mittleres Minipack holen und den Rest wieder in Plasma-Energie. Bis das Inventar voll ist. Speichern. Zack.